Maxi Michner, ich bin 24 Jahre alt und ich bin Industriekeramikerin mit der Fachrichtung Modelltechnik bei der Duravit AG. Einerseits habe ich eine künstlerische Ader, andererseits habe ich mich auch schon immer für Technik interessiert. Hier kann ich beides wirklich gut miteinander kombinieren. Ich kann hier also von der Konstruktion bis zur Serienfertigung fast alles betreuen. Nach dem Abi war mir eigentlich gleich klar, dass ich eine Ausbildung machen will. Ich habe mich dann auch relativ breit beworben, zum Beispiel auch als Mediengestalterin oder Veranstaltungskauffrau. Deswegen finde ich es auch total wichtig, dass man Praktika macht, um einfach festzustellen, passt das zu mir oder nicht. Die Ausbildung ist eine duale Ausbildung. Sie dauert 3 Jahre und besteht aus einem praktischen und auch einem theoretischen Teil an der Berufsschule. In der Berufsschule lernt man neben den allgemeinbildenden Fächern auch, wie man zum Beispiel Modelle herstellen kann und dann auch, wie der keramische Herstellungsprozess abläuft. Das heißt, über die Aufbereitung zum Gießen, zum Glasieren, zum Brennen und dann auch zur Nachbearbeitung. Und hier im Betrieb kann man dann auch das Gelernte umsetzen und an Projekten erproben. Nach der Designphase ist unsere Aufgabe, ein Anschauungsmodell herzustellen oder zu konstruieren. Sobald dieses Modell dann zufriedenstellend ist, wird daraus ein Arbeitsmodell hergestellt, das ich dann für meine Arbeit nutze. Bis das Modell dann wirklich fertig produziert werden kann, kann es ruhig mal 1 bis 2 Jahre dauern. Wenn die Mutterform fertig ist, wird sie dann vervielfältigt und die ersten Produktionsteile werden aus diesen Formen gegossen. Nach der Ausbildung ist eigentlich noch lange nicht Endstation. Ich habe zum Beispiel von der IHK ein Weiterbildungsstipendium bekommen, weil ich einen sehr guten Ausbildungsabschluss gemacht habe, mit dem ich dann lernen konnte, wie man CAD-Programme und CAM-Programme bedient und damit dann eben auch unser Konstruktionsteam unterstützen kann. Im Prinzip weiß ich also nicht nur, wie man ein keramisches Produkt, wie zum Beispiel einen Waschtisch oder ein WC, herstellt, sondern auch, was wir vorher machen und wie man es visualisiert oder konstruiert, eben mit dem CAD. Die Weiterbildung war für mich auch eine super Möglichkeit, in die Zukunft zu gucken und auch einfach mich für die Digitalisierung, die immer weiter voranschreitet, bereit zu machen. Ich bin mir also wirklich sicher, dass ich nach meinem Praktikum damals die richtige Entscheidung getroffen habe, hier meine Ausbildung zu machen.